euer Stefan hier und heute möchte ich euch ein richtig geiles Produkt vorstellen, und zwar die Checkfrucht. Wer sie von euch noch nicht kennt, die kann man als Fleischersatz verwenden. Also für jeden, der eigentlich auf Soja und Seitan verzichten möchte. Seitan ist ja eben Weizeneiweiß, also Gluten. Da gibt es viele Probleme mit der Unverträglichkeit. Soja haben ja auch viele Allergien oder Unverträglichkeiten, und Soja sollte man jetzt auch nicht unbedingt in Massen essen. Checkfruit hat den Vorteil, es ist eine Frucht, Unverträglichkeit gibt's nicht. In dem Sinne, es ist eine stinknormale Frucht, also basisch sogar, kann man im Endeffekt sagen, und schmeckt richtig geil. Also kann man echt nichts dagegen sagen. Hier gibt's einmal die Würfel von Govinda und einmal das Geschnetzelte von Govinda, also so wie die Sojaschnetzel, wie man es kennt. Und man kann es auch in der Art vergleichen. Ich finde, es ist sogar einfacher zum Zubereiten. Man muss es nicht so einweichen wie die Sojaschnetzel, die getrockneten Sojaschnetzel. Bei Govinda hat es jetzt nur den Nachteil, beziehungsweise es hat den Vorteil, dass das Gewürz extra ist. Also die Jackfruit an sich ist total pur, aber es ist Gewürz mit dabei. Aber dieses Gewürz kann man vergessen, meiner Meinung nach. Also das ist gar nichts. Ich würde empfehlen, das Gewürz komplett wegzulassen und selber zu würzen, so wie man halt eben Seitan oder Soja würzt. So sieht die Frucht auch ungefähr aus. Die wird sehr jung geerntet, so wie die Banane, wenn sie grün ist, wird sie geerntet. So wird die auch geerntet, bloß dann hat sie halt eben den Vorteil, dass sie sehr geschmacksneutral ist und noch ziemlich fest von der Konsistenz her, beziehungsweise von der Konsistenz her dem Fleisch sehr, sehr ähnelt. Das ist natürlich der absolute Vorteil, geschmacksneutral, und es ähnelt der Konsistenz her wie Fleisch. Man muss es vielleicht ein bisschen anders zubereiten wie Soja. Ich stelle mich jetzt mal kurz auf Seite und dann blende ich euch hier mal ein paar Beispielmahlzeiten ein, für was ich zum Beispiel diese Jackfruit hier verwendet habe. Eigentlich habe ich bei den Rezepten nichts Besonderes gemacht. Also so wie es auf der Verpackung steht, ein bisschen in Öl mariniert, einfach Gewürze drüber. Aber so wie man es eigentlich auch bei Seitan, bei Soja, also bei Tofu, oder wie man es auch bei normalem Fleisch machen würde, so würde ich die Jackfruit auch würzen und dann halt eben dementsprechend einfach mal gucken, so wie halt die Belieben sind. Dementsprechend muss der eine mal ein bisschen anders würzen oder so. Das ist ja bei Tofu eigentlich auch nicht großartig anders, dass man halt einfach ein bisschen Tofu ein bisschen anders würzen muss wie Fleisch. Aber das ist nach Belieben, und ich denke mal, da dürfte jeder selber schnell sein eigenes Rezept rausfinden. Aber hier wollte ich euch halt einfach mal ein paar Beispiele zeigen. Ja, ansonsten, wer hat von euch schon Erfahrung gemacht? Also es gibt noch mehrere Firmen, nicht nur Govinda, aber ich habe bis jetzt nur Govinda ausprobiert, deswegen stelle ich euch hier halt heute mal das Govinda vor. Würde mich mal interessieren, wenn ihr schon Erfahrung damit gemacht habt, schreibt es mal unten in die Kommentare, würde ich mich riesig freuen. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video. Wie gesagt, viele haben von der Jackfruit noch nie was gehört, deswegen wollte ich euch die mal kurz vorstellen, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan. Ja.